Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute werde ich euch mal zeigen, wie ihr das beste Trio findet und worauf ihr vor allen Dingen achten solltet, wenn ihr ein Trio sucht. Außerdem werde ich euch auch noch zeigen, wie ihr am besten als Trio zusammenspielen könnt. Ich hoffe, euch gefällt natürlich das Video. Wenn es so sein sollte, in Zukunft keine weiteren Videos mehr zu Fortnite Competitive verpassen wollt, könnt ihr gerne hier ein Abo da lassen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video und schreibt noch gerne weitere Videovorschläge in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Und ich würde sagen, wir beginnen mal direkt mit dem Video. Und als erstes ist natürlich wichtig zu wissen, wo man überhaupt nach einem Trio suchen kann, und das geht am besten tatsächlich auf Discord-Servern. Dort gibt es wirklich viele verschiedene, worauf man suchen kann. Am meisten empfehlen sich das Scrim-Discord, wie zum Beispiel dem Atlantis-Scrims-Discord oder zum Beispiel dem EU-Open-Discord. Sind beides Discords, die rein für EU-Spieler sind, also dort werdet ihr auch nicht aus Versehen irgendwelche amerikanischen Spieler finden, und dort sind wirklich sehr, sehr viele Mitglieder auch gleichzeitig online. Generell gibt es extrem viele Spieler, die bei solchen Discords wirklich drauf sind. Das heißt, ihr habt wirklich eine riesen Auswahl an Spielern, mit denen ihr spielen könntet. Natürlich müsst ihr eventuell dann auch nach Englischen suchen, oder ihr müsst jemand reinschreiben, dass ihr nur Deutsche wollt. Das ist natürlich immer ganz wichtig, weil es immer keine rein deutschen Discords sind. Also wenn ihr dann wirklich nach einem rein deutschen Discord sucht, dann könnt ihr eben zum Beispiel auf einem Trimax Discord, auf einem Mickey Discord oder so auch suchen. Aber dort sind eben halt definitiv nicht die besten Spieler. Um eben halt wirklich die besten Spieler zu finden, kann man auch einfach auf zum Beispiel dem Atlantis Discord gehen und dann dort zum Beispiel als Emote diese Deutschlandflagge hinmachen und dann eben halt sagen, dass man nur deutsche Mitspieler sucht, sollte man auch wirklich genug finden. Und so hat man auf jeden Fall schon mal die Grundsteine dafür gelegt, dass man möglichst schnell ein Trio findet. Allerdings ist jetzt natürlich auch wichtig, ein vernünftiges Trio zu finden, und dabei ist auch ganz essentiell, dass man eben halt nicht einfach nur drei gute Solo-Spieler hat, die zum Beispiel alle gut Boxfighten können, alle gutes ARM haben. Wenn man beispielsweise drei Controller-Spieler hat, die einfach extrem krasses AR und SMG-Aim haben und dann alle drei genau das gleiche machen, vielleicht als Solo alle zusammen krass sind und in Tournaments vielleicht auch alle mal richtig gut abschneiden, dann bringt es euch trotzdem nicht in einem Trio, da natürlich auch andere Sachen hat in einem Trio. Und im Gegensatz zu einem Duo, wo im Prinzip beide relativ das gleiche mal machen, immer zusammen raufpushen, ist es so, dass man im Trio verschiedene Rollen tatsächlich hat. Man hat zum einen den Ingame-Leader, der eben halt immer Calls macht, sagt, wo man hingeht und alles. Das werde ich euch später auch noch erklären, was die ganzen Rollen genau machen. Dann gibt es noch den Fragger, der im Prinzip immer teilweise auch 50-50s macht, eben halt immer die besten Waffen für Boxfights und so nimmt. Und da gibt es eben halt auch noch einen Supporter, der zum Beispiel mit der Minigun immer raufsprayt, der Heal mitnimmt, der Mats immer aufsammelt, der zum Beispiel eine Harpune mitnimmt, um Mats aus dem Storm zu sammeln. Und so sind erstmal die generellen Aufteilungen. Darauf sollte man zum Beispiel achten. Wenn man nämlich beispielsweise selbst einfach extrem gutes Game Sense hat und immer gute Calls machen kann, dann sollte man sich selbst eben halt nicht noch einen weiteren Ingame-Leader suchen, da man ja im Prinzip dann keinen weiteren braucht, und es sollte eben halt nur einen geben, der wirklich die Haupt Calls macht, und ansonsten wird es einfach zu chaotisch. Das heißt, wenn man selbst beispielsweise der Ingame-Leader ist und sich selbst als guten Ingame-Leader auch sieht, dann sollte man vielleicht auch reinschreiben im Discord, dass man eben halt nach einem Fragger oder nach einem Supporter sucht, und so wird man auf jeden Fall ein deutlich besseres Trio finden. Wie gesagt, wenn man drei gute Solo-Spiele hat, bringt es einem im Trio tatsächlich nichts, und das ist tatsächlich etwas sehr, sehr Besonderes im Trio- und Squad-Format, dass es eben halt diese wirklichen Team-Modis sind mit verschiedenen Rollen im Prinzip, und im Duo oder im Solo ist es eben halt so, dass im Prinzip gute Solo-Spieler dort immer eigentlich relativ gut auch zusammenspielen können. Allerdings, wie gesagt, ist es im Trio etwas ganz, ganz anderes, und dafür hatte ich in It's Jarens Video auch eine ganz gute Folie gesehen. Wenn ihr generell auch weitere Tipps und Tricks zu solchen Themen sehen wollt, dann checkt auch gerne seinen Kanal aus. Link dazu ist natürlich wie immer in der Videobeschreibung, und hier sieht man auf jeden Fall oder hat man einen ganz guten Überblick, was so die einzelnen Rollen machen. Wie gesagt, wir beginnen als erstes mal mit dem Ingame-Leader, und das ist auch ganz wichtig, wenn ihr schon ein Trio habt und eventuell euch noch nicht so aufgeteilt habt und dann ihr euch immer wundert, warum ihr dann als Trio, obwohl ihr vielleicht drei gute Solos seid, nicht ganz gut spielt, dann könnte euch das eventuell ganz gut weiterhelfen. Und der Ingame-Leader ist eben halt, wie gesagt, der die Calls macht. Der callt zum einen beispielsweise den Jobspot und sagt, wo man dann eben halt hinfliegt. Der guckt dann auch gleichzeitig eben halt noch nach Gegnern, die den Spot contesten.
testen wollen. Dann callt ihr natürlich auch für Fights oder ob man einfach weglaufen soll. Was auch ganz, ganz wichtig immer ist, er guckt, wo man vielleicht angreifen könnte. Außerdem ist er derjenige, der die Fights immer beginnt, also der mit der besten AR beispielsweise. Wenn man bei The Shark landet, würde er zum Beispiel die mythische Scar mitnehmen und damit dann eben halt den Fight beginnen, möglichst viele Tags direkt raushauen. Und er ist auch nicht derjenige, der nachfragt bei den anderen, ob man einen Fight eingehen soll. Natürlich ist es immer ganz gut, vielleicht nochmal nachzufragen, ob das für die anderen auch okay ist. Allerdings kann er auch selbst entscheiden, wann man im Prinzip alle Actions macht, weil es wie gesagt ansonsten viel zu unruhig wird, wenn drei Leute gleichzeitig immer reinreden in Sprachchat, kann man wie gesagt einfach gar nichts verstehen. Ich würde sagen, um es relativ übersichtlich zu halten, gehen wir direkt mal beim Early Game auch auf den Frigga und dann den Supporter ein und danach gehen wir zum Mid Game und als letztes dann immer nochmal zum Late Game. Beim Early Game macht nämlich der Frigga, ist er derjenige, der den frühesten Job hat, also der möglichst weit vorne landet, möglichst versucht die erste Kiste zu holen, um vielleicht schon mal eventuell ein 50-50 einzugehen. Das ist am besten derjenige eben halt, der das beste SMG-Aim hat, wahrscheinlich auch dann am besten der Controller-Spieler. Wenn wir es zum Beispiel mal anhand des Mr. Savage, Benny Fishy und Lecce-Trio sehen, wäre das eben halt beispielsweise Lecce, der Fragger, der eben halt mit SMG einfach komplett krass ist. Das ist der, der auch extrem aggressiv spielt, der im Prinzip dann, nachdem der Ingame-Leader so ein bisschen angefangen hat mit den Fights oder gesagt hat, ja, den fighten wir. Dann geht immer der Fragger rein, spreadet sich mit der SMG in die anderen Boxes rein, boxfightet die anderen eben halt und versucht so möglichst viele Kills rauszuholen. Und er ist auch derjenige, der dann eben halt die beste Shotgun oder die beste SMG und dann auch die Heavy Sniper mitnimmt, da Heavy Sniper einfach immer relativ wichtig ist, eben halt für denjenigen, der da auf boxfightet. Und das ist eben halt auch ganz wichtig, weil man eben halt im Trio nicht jeder einfach eine Spaß und eine Scar gleichzeitig haben kann, muss man eben halt diesen ganzen Loot immer etwas aufteilen und deshalb gibt es eben halt so bestimmte Rollen, wo der eine bestimmte Waffen haben sollte und der andere eben halt dann eher andere gute Waffen haben sollte. Dann kommen wir als letztes nochmal zum Supporter. Das ist der am höchsten Job, bei dem es auch nicht schlimm ist, wenn er einen schlechten Job hat. Und man sollte ganz wichtig natürlich auch diese Rollen immer beibehalten und dafür sorgen, dass man die nicht einfach mitten in der Runde irgendwie ändert. Und wie gesagt, das ist derjenige, der eben halt am höchsten ist und der guckt eben halt bei Spots, also bei Landing Spots, die irgendwie nah bei dem eigenen Landing Spot sind und guckt nach extra Loot, wo vielleicht gute Waffen noch liegen und spottet eben halt so die ganze Gegend ab. Wie gesagt, der Ingame Leader schaut auch schon nach Enemies, allerdings eben halt nur nach den Gegnern, die eben halt tatsächlich direkt bei dem Landing Spot landen, wo man eben halt selbst auch ist. Und wie gesagt, der Supporter guckt eben halt dann in alle anderen Regionen. Er ist auch derjenige, der eben halt hauptsächlich Schild und Leben mitnimmt und eben halt dort so alles mitcarried. Er versucht auch wirklich bei allen Mats einfach full zu sein, das heißt Full Metal, Full Stein, Full Holz. Da konzentriert er sich drauf, dass er wirklich im Prinzip richtig guten Heal hat, richtig gute Mats und er gibt dann eben halt die wirklich guten Waffen an den Fragger und an den Ingame Leader ab, beziehungsweise eben die gute Shotgun an den Fragger und die gute Scar oder die gute AR im Generellen an den Ingame Leader. Außerdem nimmt der Supporter auch zum Beispiel noch eine Minigun mit, um eben halt immer ein bisschen zu supporten, später im Endgame, um ein bisschen was aufzuschießen und so. Dafür ist das immer relativ praktisch. Das wäre zum Beispiel Benny Fishy in dem Trio, da er eben halt derjenige immer ist, der beispielsweise mit der Minigun immer rausschießt und dann im Prinzip so ein bisschen die Kills auch im Prinzip dann finisht. Und wie gesagt, es ist nicht schlimm, wenn ihr im Trio nicht gleich viele Kills habt. Der Ingame Leader wird zum Beispiel definitiv immer weniger Kills haben als der Fragger und der Supporter. Zumindest in den meisten Fällen kann manchmal natürlich auch Ausnahmen geben. Gestern im Mr. Savage Video war es zum Beispiel so, dass Mr. Savage vielleicht am Ende der Runde 4 Kills hatte, während der Fragger, also Lecce, eben halt 13 Kills hatte und der Supporter 11 Kills. Und wie gesagt, das ist absolut nicht schlimm, da der Ingame Leader immer derjenige ist, der im Prinzip dafür sorgt, dass man das Game am Ende tatsächlich gewinnt. Und dann kommen wir mal als nächstes zum Midgame. Dort ist immer der Ingame Leader derjenige, der ganz vorne am Trio läuft. Das heißt, der ist am weitesten vorne und kann eventuell auch ganz leicht splittet vom Fragger und Supporter sein. Allerdings sollte man trotzdem immer relativ zusammenlaufen. Er guckt eben halt nach den besten Rotations, ob man da irgendwo auf den Berg raufgehen soll und ob man vielleicht direkt turteln sollte, ob man bestimmte Fights nehmen sollte und so. Darauf guckt er eben halt. Er sagt auch zum Beispiel, ob man eventuell Fights nehmen sollte oder Fights mit Gegnern verhindern sollte und ob man da nicht einfach außen rum irgendwie laufen sollte. Da guckt eben halt der Ingame Leader drauf und er covert eben halt auch die anderen beiden, also den Fragger und den Supporter, indem er eben halt das Ganze baut und er wird dann im Prinzip auch ein bisschen gecarried vom Supporter, indem
der Support dann eben halt immer wieder die Mats abgibt zum Ingame-Leader, damit der Ingame-Leader im Prinzip dann auch dauerhaft Full-Mats hat. Dann der Fragger, das ist dann derjenige, der an die Seiten guckt, nach links und rechts schaut, ob dort irgendwo Gegner sind, und er guckt gleichzeitig auch noch, ob man vielleicht irgendwo Storm Surge Tags mitnehmen kann. Das eben halt gerade, wenn es am Ende in die zweite Runde der Cash Cups gehen wird, dort ist es ja häufig so, dass Storm Surge kommt, und da ist immer ganz wichtig, dass man einen hat, der dann eben halt mal mit der Scar immer hier und dort einen Hit mitgibt, vielleicht da keine Kills holt, allerdings eben halt immer so ein bisschen Damage raushaut. Er ist auch derjenige, der dann eben halt in den Fights tatsächlich drin die Hauptrolle spielt, im Prinzip den meisten Damage am Ende macht, nutzt die besten Waffen, eben halt wie gesagt so etwas wie die beste Shotgun, die beste SMG, eine Heavy Sniper und so, und er spielt sehr, sehr aggressiv in Fights natürlich. Gleichzeitig sollte man immer noch bedacht spielen und sollte nicht einfach unnötig in andere Boxen springen, aber eben halt trotzdem relativ aggressiv spielen und versuchen eben halt den Fight möglichst schnell zu clearen. Und der Supporter ist dann eben halt so die Rückseite des Trios, das ist das Ende des Trios, das immer so ein bisschen die hintere Seite checkt und dann eben halt auch nochmal gleichzeitig ein bisschen die Seiten checkt, gerade wenn zum Beispiel der Fragger am Fighten ist. Und er ist eben halt derjenige, der eigentlich am wenigsten communicated, also er ist eigentlich der ruhigste im ganzen Trio, und er ist derjenige, der dann eben halt ja im Prinzip nur called, wenn eben halt wirklich vielleicht einer hinter denen sein sollte, und er ist eben halt auch derjenige, der relativ close zum Fragger spielen sollte, damit er eben halt notfalls auch an dem hier abgeben kann und alles. Und wenn zum Beispiel die anderen beiden fighten, kann er zum Beispiel mit der Minigun oder mit einer AR schön raufsprayen und versuchen auch noch ein paar Tags rauszuholen. Das war es dann auch schon soweit zum Midgame, also von der ersten Zone bis zur vierten Zone. Und dann kommen wir noch als letztes zum Late Game, also ab der vierten Zone bis zum Ende des Games eben halt logischerweise. Dort beginnen wir mal wieder mit dem Ingame Leader. Das ist derjenige, der eben halt die Launchpads nimmt. Also wenn zum Beispiel Fragger und Supporter, beispielsweise der Supporter, der eben halt der Hauptsicht nach extra Loot sucht, wenn der eben halt viele Jump-Pads findet, dann sollte er eben halt diese an den Ingame-Leader abgeben, und dann place der Ingame-Leader eben halt die, und Fragger und Supporter springen dann eben halt dem hinterher. Er macht eben halt die Rotates, genauso wie auch schon im Midgame. Er nimmt maximale Mats mit. Wie gesagt, wird immer vom Supporter schön aufgefüllt, dass er immer wirklich dann Full Mats hat. Sozusagen ist der Supporter der Tank im Prinzip, der eben halt wirklich alles am Anfang maxed hat, und der Ingame-Leader fischt dann eben halt alles auf. Er ist derjenige, der tunnelt, dafür sorgt, dass die anderen eben halt nicht abgeschossen werden. Er macht die ob man vielleicht ein Layer höher gehen soll, also ob man tiefer gehen soll, ob man vielleicht auf Highground gehen soll, ob man für Highground pushen soll, das überlegt eben halt der Ingame-Leader, und er nimmt eben halt dann auch die Flopper mit, um den Flopper-Player im Storm zu machen, und das ist auch ganz wichtig, was man auch im Early-Game natürlich für den Ingame-Leader beachten sollte. Dann kommen wir mal zum Fragger, das ist derjenige, der dann eben halt dafür sorgt, dass die anderen wieder Mats bekommen. Er ist derjenige, der dann immer schön im Storm guckt, ist da vielleicht noch jemand, geht dann eben halt schön mit der AR rauf oder guckt, ob irgendwo nebenbei noch Gegner sind, die er mit der SMG wegsprayen kann. Und dafür ist er eben halt zuständig. Er nimmt auch eben halt das Risiko, um mehr Mats zu bekommen. Ist auch eventuell der, der am Ende tatsächlich am frühesten stirbt, dadurch, dass er eben halt relativ aggressiv geht und versucht eben halt, wie gesagt, die meisten Punkte zu machen. Immer schön wirklich die allerletzten Punkte in den letzten Zones rauszuholen, und er guckt eben halt dafür wirklich, dass die anderen wieder mit Mats, mit Heal und alles aufgefrischt werden, und er sorgt eben halt auch dafür, dass der Ingame-Leader wieder die Hardmats bekommt, und er sorgt eben halt auch dafür, dass irgendwelche Löcher im Tunnel auch wieder gefüllt werden. Dann kommen wir das letzte Mal zum Supporter, und das ist derjenige, der wieder auf der Rückseite steht, genauso wie schon im Midgame, und er sorgt eben halt dafür, dass andere Gegner den nicht runtersprayen, da es eben halt so ist, der Ingame-Leader steht dann ja ganz vorne, versucht immer ganz am vorderen Ende in der Zone zu sein, um eben halt so die anderen Leute abzufangen, und dann muss er eben halt, wenn andere Leute einen runterschießen, muss immer der Supporter das Ganze wieder versuchen zu blocken. Er sorgt immer dafür, dass der Loot von dem Fragger bekommen wird. Dafür nimmt er immer die Harpune mit, oder ist es ganz praktisch, wenn er die Harpune mitnimmt. Er sammelt das Ganze dann eben halt damit auf, und er sorgt immer dafür, dass die anderen beiden immer genug Heal bekommen und genug Mats bekommen, und das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Und soweit sind das auf jeden Fall die ganzen Rollen, und wenn man das wirklich beachtet, dann wird man auf jeden Fall deutlich besser spielen können als Trio, und das ist auch einer der Gründe tatsächlich, warum eben halt das Trio von Leggy, Mr. Savage und Benny Fishy so extrem krass ist, weil die eben halt alle drei zum einen einfach krasse Spieler sind,
und die eben halt wirklich diese Rollenaufteilung so extrem gut gemacht haben. Wenn man sich das einfach mal anschaut, ihr könnt euch gerne einfach das Video von denen nochmal genau anschauen. Und dann achtet mal darauf, wie Mr. Savage eben halt dauerhaft immer die Calls macht, immer selbst entscheidet und auch gar nicht so sehr auf die anderen achtet, beziehungsweise nicht auf die anderen Calls von den anderen hört, sondern eben halt versucht, sein Ding wirklich durchzuziehen, den besten Weg immer zum Rotate zu finden. Dann eben halt wie Ledge der Fragger ist, der eben halt dauerhaft wirklich die High-Kill-Rounds droppt und wirklich so extrem viele Kills und so viel Loot dann auch für die anderen sorgt. Und der Supporter eben halt, Benji Fishy in dem Fall, der dann eben halt mit der Minigun von hinten raufsprayt, der dann im Prinzip dann auch die Kills vom Fragger, die der Fragger vielleicht low gemacht hat, auch noch finished. Und da kann man das wirklich extrem gut sehen. Und ich hoffe, ich hat dieses Video natürlich weitergeholfen. Wenn es so sein sollte, lasst natürlich gerne eine Bewertung da. Schreibt mir wie immer gerne weitere Videovorschläge in die Kommentare. Das war es dann auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video.